Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Wheel Politics. Und wir sind mal wieder zurück beim italienischen Stiefel. Hashtag Make den Stiefel Great Again ist wieder am Start. Ja, drüben in Jamaika läuft es ja nach einer sehr, sehr turbulenten Anfangsphase mittlerweile recht gut. Wir steuern auf die Top 10 zu, aber was ich gerne hier noch machen würde, und darum dreht es sich in der heutigen Aufnahmesession, also diese und nächste Folge, ich würde gerne das Jahr 2100 erreichen und auch offiziell den ersten Platz quasi absahnen. Und ja, genau darum dreht es sich. Ich würde gerne mit Italien ein klein wenig weiterspielen. Wir sind absolute Nummer 1. Die Welt ist ein bisschen zerpflückt. In Osteuropa tun sich so die ein oder anderen unabhängigen Länder hervor. Mal wieder die Krim ist unabhängig, Odessa ist unabhängig, Lettland ist wieder unabhängig. Die USA sind am Zerbröckeln. Hier sehen wir sehr, sehr viele unabhängige Länder. Also wir haben durchaus schon einiges bewegt. Die USA versuchen gerade Kanada ein bisschen zu plätten. Ja, ansonsten die die afrikanische Einheitsfront ist immer noch gut am Start zusammen mit Brasilien. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, was hier noch auf lange Sicht so passieren wird. Und die USA und Kanada haben einen Friedensvertrag unterzeichnet und die USA haben sich diese große Provinz hier im Norden geschnappt. Die USA gewinnt also wieder ein bisschen an Macht dazu. Ja. Und ein hoher Kriegstreiber wird für die USA. Na sowas aber auch. Und wir haben die diplomatischen Missionen 4 implementiert. Ja, das ist doch mal was Schönes. Oh, man darf die USA angreifen. Wollen wir das machen? Wollen wir das theoretisch machen? Wollen wir die USA weiter aufbröckeln quasi? Fraglich. Die militärischen Mittel dazu hätten wir natürlich locker. Wir können sogar noch eine Einheit holen. Ich kaufe mir mal eine weitere Infanterie. Ja. Die USA. Aber ich denke, wir halten uns erstmal ein bisschen raus und gucken, was da so abgeht. Wobei, den USA muss man eigentlich mal ein bisschen aufs Maul geben. Das ist vielleicht doch schon manchmal ganz gut. So, was könnte ich denn als nächstes hier erforschen? Das ist natürlich die große Frage. Wir haben natürlich kaum Aktionspunkte. Das ist natürlich nicht unbedingt optimal. Innenpolitik. Könnten wir da irgendetwas machen? Wirtschaft vielleicht? Was hätten wir hier denn noch? Oh, hier. Was haben wir denn hier? Wirtschaftliche Modernisierung 5. Ja, das sieht doch gut aus. Komm. Wirtschaftliche Modernisierung 5, das brauchen wir auf jeden Fall. Man darf die USA angreifen. Moment, das sind wir. Wo sehe ich denn? Achso, hier war das. Die haben ja einfach mal gar nichts. China ist im Krieg mit Indien. Ach so, mal wieder. China ist mal wieder im Krieg mit Indien. Aber ich denke, die USA haben eigentlich genug gelitten. Ich meine, wie viel wir denen abgenommen haben. Die haben noch nicht mal mehr Alaska. Eieieiei. Was machen eigentlich unsere Partner hier? Unsere Partner hier im Block, das wollte ich doch noch nachgucken. Erstmal die Börse kurz nachgucken. Ja, das sieht soweit okay aus. Was sagen denn unsere... Oh, hier, alle bei 100. Ja, das sieht doch mal sehr, sehr schön aus. Das sieht doch einfach mal sehr, sehr schön aus.
freundliche Immigranten. Es kommen viele Immigranten von einem unserer Blogmitglieder, British Columbia. Sie suchen ein besseres Leben in unserem Land, werden aber nicht unbedingt freundlich von unseren Leuten empfangen. Was heißt denn, wir müssen etwas unternehmen? Nee, das ist natürlich... ja, also etwas unternehmen kann ich nicht. Ich habe nicht so viele Aktionspunkte. Ich glaube, ich muss diese Schiene hier fahren. Das ist zwar ein bisschen Plus an Unzufriedenheit. Aber ich kann das andere halt einfach nicht machen, weil ich nicht die Aktionspunkte habe. So sieht es halt einfach aus. Deswegen muss ich diese Schiene herfahren. Ja, Deutschland ist auch ein bisschen zerpflückt worden. Frankreich gibt es nicht mehr, heißt nun Europien. Hier hat sich einiges getan. Die Türkei, den wollte ich noch ein bisschen auf den Sack gehen eigentlich. Ach ja, ich erinnere mich. Warte mal. What? Oh Mann. Armeeübungen. Kann ich auch nicht machen. Nein, wir machen jetzt keine Armeeübung. Ich habe keine Aktionspunkte mehr, Freunde. Separatismus. Oh. So. Wir beschwichtigen mal gerade ein bisschen. Geld haben wir ja mehr als genug. Israel ist bankrott. Gleich zweimal, ja super. Die Börse in Kanada musste schließen, da sowas aber auch. Die USA. Ach, wieso ist China denn da jetzt sofort wieder runter? Der Krieg läuft doch immer noch, das sehe ich. Oh, die Zentralasiatische Union hat eine Börse eröffnet und wir haben die... wir haben eine neue Computertechnik implementiert, was uns weitere Punkte einbringt. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier noch machen können. Die digitale Bürokratie könnten wir theoretisch machen. Bringt uns ein bisschen mehr Steuereinnahmen. Ja, Arbeitslosigkeitswachstum, wir sind sowieso so gut beim Abbauen da. Ja, ich denke mal, das werden wir machen. Der Unterhalt ist natürlich... Ja, der Unterhalt ist ziemlich scheiße. Und Geld brauchen wir eigentlich nicht. Vielleicht sollte ich doch nach was anderem Ausschau halten. Vielleicht sollte ich doch noch etwas anderem ausschalten, zum Beispiel diplomatische Mission 5. Ja. Machen wir mal das. Das können wir sehr gut gebrauchen. So, die Frage ist natürlich, was möchten wir mit Italien jetzt noch langfristig erreichen? Wir haben die Nummer 1 auf jeden Fall zerpflückt, wie man hier sieht, auch wenn sie sich gerade ein bisschen versuchen zu erholen. Ja, was mir natürlich ein Dorn im Auge ist, ist, dass die Türkei Griechenland komplett aufgelutscht hat. Ich möchte ein unabhängiges Griechenland und ich möchte natürlich, dass Maschrik hier komplett verschwindet. Also ich denke mal, das werde ich mir auf die Agenda schreiben. Griechenland unabhängig machen und Maschrik in den Arsch treten. Kriegstreiber. Ach, die USA, na sowas aber auch. Ja, das ist ja echt, die USA sind Kriegstreiber, das hätte ich ja nicht gedacht. Ich darf sie ja auch nicht einfach so angreifen. Wie sieht es denn eigentlich aktuell hier aus? Wir auf 1, USA auf 2, Indonesien auf 3, Brasilien auf 4 und UK auf 5. Am Südpol waren wir, glaube ich, noch gar nicht vertreten, aber bei den Unterwasserbasen gut. Und im Weltall sind wir natürlich die absolute Nummer 1. Wir könnten die USA theoretisch weiter stutzen, aber ich weiß gar nicht, ob das vonnöten ist.
Also wenn sie so weitermachen sollten, werde ich definitiv etwas unternehmen. Nur ich will, wie gesagt, Griechenland wieder unabhängig machen am besten. Ja. Krieg zwischen Europien und Belgien. Na, sowas aber auch. Ruf beschädigen. Unstimmigkeiten anfachen. Oh, Berichte Spionagenetzwerks. Irgendwas von Israel. Ja, geht mal Israel schön weiter auf den Sack. Das finde ich gut. Was haben die Spackos davor? Was hat ehemals Frankreich davor? Ich weiß es nicht. Wieso kriegen die jetzt kein Kriegstreiber-Malus hier, wenn sie es hier einfach angreifen? Das kann ja wohl nicht sein. Wir müssen mal wieder ein bisschen was an der Börse tun. Ja, das ist doch gar kein Problem. Unsere Börse ist nicht gerade gut aufgestellt. Ja, komm hier, zack. Wir bestechen das Ganze mal. Wie wird sich das hier langfristig entwickeln? Eine große, große Frage. Krieg zwischen Deutschland und Alter. Jetzt geht's ja aber ab, ey. Jetzt geht's ja aber ab. Belgien und Deutschland gegen Europien. Mann, Mann, Mann. Könnten wir theoretisch versuchen. Ich versuche mal die Unstimmigkeiten in der Türkei ein bisschen weiter anzufachen. Mal gucken, ob mir das gelingt. So, was sagt denn unser Block? Die Westküste. Der könnte mir mal theoretisch ein bisschen aushelfen, indem wir ein bisschen investieren. Ja, komm. Wir investieren mal in die Westküste. Kolumbien, ja. Und es sieht so aus, als wären wir mal wieder Platz 1. Ja, sowas aber auch. Theoretisch könnten wir noch ein bisschen was von Osteuropa weiter befreien. China macht Indien gerade ein bisschen lang. Diplomatischer Fehlschlag, na sowas aber auch. Afghanistan öffnet eine eigene Börse. Ja, wenn sie meinen, können sie ja gerne machen. Ja, Deutschland macht Europa natürlich hammerhart fertig, weil die natürlich alle Einheiten nach Belgien geschickt haben, logischerweise. Aber ich bin mal gespannt, ob das bei der Türkei jetzt klappt.
Klappte das bei der Türkei? Ein voller Erfolg, sehr gut. Ja, Türkei, ich warte nur auf meine Gelegenheit. Ich warte nur auf meine Gelegenheit, um Griechenland zu befreien. Die nächste Wahl steht an. Separatismus, dagegen muss ich auch was unternehmen. Das kann so nicht weitergehen. Das kann so nicht weitergehen. Das geht nicht. Können wir eigentlich... Nee, wir können nicht sagen, dass wir irgendwie... Oh, Krise bei diplomatischen Gipfel. Ja, wir unterstützen hier ganz klar Kanada. Bande zerschlagen. Oh. Eine der größten Banden des Landes. Ja, gute Arbeit, sag ich mal, ne? So muss das. So muss das. Tja, haben die USA ihre Lektion gelehrt? Ich weiß es nicht. Da sie Kanada eine Provinz abgenommen haben, vermutlich eher nicht. Russland scheint friedlich zu sein, nachdem wir Krim, Odessa und Lettland wieder unabhängig gemacht haben. Also die scheinen ihre Lektion bislang gelernt zu haben. So, wir gehen mal kurz wieder an der Börse vorbei. Wir können die Steuern theoretisch eigentlich ganz runter machen, komplett. Dann gucken wir unsere Wirtschaft doch mal ordentlich an. Ich meine, wir verdienen ja sowieso mehr als genug Geld. Ich meine, guckt euch mal unser Income an. Alter Vater. Das ist ja gigantisch. Oha. Europien kriegt ja gleich eine Doppelniederlage reingedrückt. Ja, Freunde. So wird das nix. So wird das nix. Okay, Frieden. Okay, Belgien beansprucht keine Gebiete, haben wahrscheinlich das politische System beeinflusst, denke ich mal. So, wir haben wieder ein bisschen was dazu gewonnen. Ich würde mal sagen, ein paar weitere Kampfjets könnte man sich einfach mal gönnen. So vier weitere. Sonst sind vielleicht noch ein bisschen Marine. Und der Rest geht mal in Panzer. So, wir können ja mal gucken, dass wir die Beziehungen hier so einfach ein bisschen verbessern. Ja, Deutschland. Nimmst du dir was oder lässt es bleiben? Sie verhandeln. Ja, sie verhandeln sehr lange. Oh, China. China müssen wir auch im Auge behalten. Diplomatischer Erfolg, ja, großartig. Es wird verhandelt. Abstimmung, ja, die Änderung, die akzeptiere ich. Ich wüsste auch nicht, wieso ich das nicht machen sollte. Und auch hier ein Friedensvertrag. Und ja, oh, es ist etwas passiert. Wir haben ein neues Land. Elsass-Lothringen ist ein unabhängiges Land. Ja, willkommen. Ist ja auch ein Nachbar von mir, ne? Ja, willkommen Nachbar, ne?
Willkommen. Chaos. Was? Was ist jetzt denn los? Die Situation auf dem Planeten ist fatal. Rohstoffe sind fast komplett erschöpft. Trinkwasser ist eine Seltenheit und jeder ist sich selbst der Nächste. Wir müssen um den Rest kämpfen. Alter, ich dachte gerade schon, Aliens greifen an bei dem Bild. Okay, Beziehung mit der ganzen Welt minus 20, unzufrieden plus Alter. Wow. What? Bis zum Ende? Ah ja, stopp. Israel ist sofort instant bankrott. Alter, wir machen gerade ein übelstes Minus an Aktionspunkten. Holy shit. Okay, stopp. Stopp. Pause. Okay, die Welt ist gerade kollabiert. Ich als Nummer 1 zeige, wie man das richtig macht. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Okay. Okay. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir können alles kompensieren. Aktionspunkt. Okay, was ist so mega teuer? Projekte und Ereignisse sind so mega teuer. Okay. Okay, warte mal. Irgendwas kostet doch hier bestimmt. Wir müssen sparen. Wir müssen definitiv sparen. Scheiße, was mache ich jetzt am besten? Alter, Vater, ja, minus 16 Industrieprofil. Okay. Okay. Warte mal, wie kann ich denn... Ja, uns fehlen... Ach so, uns fehlen... uns fehlen jetzt natürlich eine Menge natürliche Rohstoffe. Alter, 82, wie soll ich denn das jetzt kompensieren? Scheiße. Ich muss warten, bis das hier durch ist. Okay, wir gucken erstmal, was passiert. Block von Ägypten wurde vernichtet. Alter, meine Aktionspunkte machen einen übelsten harten Abgang. Alter, die Blöcke zerfallen. Die Blöcke zerfallen übelste Sorte. Okay. Jeder ist sich selbst der Nächste, wird gerade hier rigoros durchgesetzt. Was passiert, wenn ich keine Aktionspunkte mehr verdiene? Dann kann ich quasi nichts mehr machen, ne? Eieieiei. Alter, es dauert ja noch ewig, bis das durch ist. Okay, wir müssen erstmal hier ein bisschen blechen. So. Scheiße, ey. Was war das denn für ein übelstes Ereignis? Okay, wir haben wegen unserer Aktionspunkte ein Problem. Krise zwischen Indien und Indonesien. Ich unterstütze mal Indonesien? Mit den natürlichen Rohstoffen ist das natürlich richtig scheiße. Ach, warte mal, ich könnte doch einfach Sachen importieren, oder? Okay, warte mal. Diplomatische Missionen abbrechen. Wir müssen das jetzt abbrechen. Wir müssen hier was tun. So, warte mal. Wie viel fehlt uns denn? Nur ein bisschen. Okay, warte mal. Dann mache ich nämlich gerade mal.
niedrige Importmenge. Wir importieren jetzt einfach ein bisschen was. Und zack, und dann dürfte doch eigentlich gleich wieder alles okay sein, oder? So, Italien importiert. Und die ganzen Blöcke zerfallen. Okay, komm. Die wirtschaftliche Modernisierung läuft weiter. Das Diplomatie-Gedöns, das muss ich nachher nochmal neu anfangen. Das geht jetzt gar nicht anders. Wenn ich ein bisschen was importiere, dürfte doch eigentlich wieder alles cool sein, oder? Dann kann ich auch wieder die ganzen Dinger hier bezahlen. Alter. Boah, ich dachte eben schon bei dem Bild, die Aliens greifen an oder irgendwie sowas. Holy shit. Holy shit. Umwandlung abgeschlossen. Mond. Ja, sehr gut. Alter, die ganzen Blöcke. Alter. Jeder ist sich selbst der Nächste, ja. Okay, zack. So. Sehr gut. Perfekt. Okay, wir sind wieder... Okay, wir haben uns komplett gefangen. Wir sind wieder im Plus. Alles klar, alles gut. Krise ist überwunden. Italien, die Nummer 1, macht es vor. Und jetzt können wir eigentlich das machen, was wir... Warte mal, was wollte ich... international? Hier, diplomatische Mission 5. Genau, das habe ich gemacht. Kann ich eigentlich weiter... Ah, muss ich jetzt echt ganz von vorne nochmal anfangen. Ich muss echt nochmal ganz von vorne anfangen. Egal. Egal, egal, egal. So, Krise ist überwunden. Easy. Easy. Alter, die ganzen Blöcke zerfallen einfach nur. Unser Block steht noch, ne? Ja, aber unsere 4 Mitglieder sind auch nicht so mehr begeistert. So, ich baue mal noch schnell Infanterie, solange wie ich noch was machen kann. Kann ich nicht, sehr gut. Ach so, mir fehlen natürlich Aktionspunkte. Ja, super. Alter. 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 Leute, bombardiert mich nicht. Ich werde bombardiert. Ich werde bombardiert. Ja, jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Man sieht's. Okay. Zack. Unser Block wird nicht so einfach zerstört, Freunde. So einfach nicht. Wir finden eine Lösung. Gut, als Nummer 1 sagt es sich natürlich auch, sagt sich das natürlich auch so einfach. Ich meine, als Nummer 1 stecken wir das natürlich gut weg. Ja, die anderen Länder haben jetzt hier nicht so mega viel Erfolg. So, Staat Lettland war auch noch dabei. Leute, ruhig bleiben. Diplomatischer Fehlschlag. Ja, natürlich, was auch sonst. Natürlich war es ein diplomatischer Fehlschlag. Die Welt ist hier in der dicken Krise. Zinssätze. Geldpolitik-Spezialisten haben erhöhte Zinssätze vorgeschlagen, um die Wirtschaft mit der derzeitigen Inflation auszugleichen. Brauchen wir nicht? Nein, warum? Nö, mach ich nicht. Außerdem Geldpolitik-Experten, von denen will ich schon mal gar nichts wissen. Möchte ich nur mal so anmerken. Von den tollen Geldpolitik-Experten. Also die brauche ich echt nicht. Diplomatischer Erfolg. Na siehste, geht doch hier. So, British Columbia. Da machen wir mal als nächstes. Oh, Block von Türkei wurde vernichtet. Na sowas aber auch. Das ist ja echt richtig schlimm.
Konventionelle Energie. Industrievertreter bestehen darauf, konventionelle Energiequellen wieder zu nutzen. Sie seien günstiger und produzieren viel mehr Energie. Natürliche Wir nutzen ja aktuell... Nee, das dürfen wir eigentlich nicht machen. Nein, meine ich. Mal gucken, ob uns das hier wieder runterreißt oder ob unsere kleinen Mini-Importe das noch stemmen können. Können sie stemmen? Nö, brauche ich nicht. Die Nummer 1 hat so etwas nicht nötig. Diplomatischer Fehlstand. Ach, ist das herrlich. Westküste, ach, können wir aktuell nicht.